So, heute lernen wir, wie wir Ringe um Planeten rum machen. Dazu brauchen wir später nur ein festes Stück Pappe oder ein abgerissenes Stück von unserem Papier. Also jedenfalls von einem anderen Stück Papier. So. Machen wir unseren Planeten. Papier. Über. Oh, ein bisschen hier. Schwarz machen. Sterne dazu. Jetzt nehmen wir unsere Planetenschablone ab. Jetzt kann es sein, dass die Farbe hier außenrum schon getrocknet ist. Nehmen wir unseren Klarlack. Leuchten die hier draußen wieder an. Jetzt wissen wir auch, für was das ist. Angefeuchtet. So. Jetzt nehmen wir unser Stück Pappe. Machen an der glatten Fläche so ein paar Kratzer rein. Damit der Ring nachher richtig geile Effekte bekommt. Halten den hier dran. Und machen einmal. Und das war's schon. Unser erster Ring um Planet. Das kann man jetzt natürlich auch noch an die Spitze treiben, indem wir einfach hier an der Seite noch einen machen. Wenn uns das nicht gefällt, dann können wir hier jetzt auch noch einen Bogen drum machen, damit es wie ein ganzer Ring aussieht. Das
Schwierige dabei ist jetzt nur, den anderen Ring wieder zu treffen. Hier so. Und hier auch. Das war's schon, vergiss nicht, euer Bild zu unterschreiben.